Mein Name ist Philipp Schulze-Doppow und bei uns ist der Reitsport Familienangelegenheit. Wir sind heute zu Gast bei Familie Schulze-Doppow in Havixbeck. Und vielleicht kennen das einige von Ihnen ja hier. Das ist nämlich der Ponyhof Schleithoff. Also die Familie lebt da, wo andere Urlaub machen. Und wir konzentrieren uns besonders heute auf Philipp. Er ist U25-Reiter und hat viele versteckte Talente. Hi Philipp! Hi! Vielen lieben Dank, dass wir bei euch zu Gast sein dürfen. Schön, dass ihr da seid. Man sieht dich nicht im Sattel, sondern ja, auf einem Hoftruck. Wie kommt denn das? Ja, es ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir uns weitestgehend selbst versorgen. Dahingehend, dass bei uns natürlich füttern, misten und alles, was bei den Pferden so anliegt, auch dazu gehört. Deine Begeisterung fürs Treckerfahren war erst größer als fürs Reiten. Was hat dich denn dann am Ende doch umgestimmt? Klar, als ein kleiner Junge, sage ich jetzt mal, findet jeder irgendwie große Maschinen, Trecker, LKWs, alles Mögliche interessant, ganz klar. Ich war viel hier bei den Nachbarn unterwegs oder bei der Verwandtschaft, wo mein Vater früher seine Pferde stehen hatte. Am Ende hat man mich versucht, ein bisschen zu motivieren. Motivation funktioniert natürlich bei jedem, auch schon im jungen Alter, über Geld, ganz normal. Ich habe tatsächlich für jeden Sieg, das war ganz am Anfang meiner Turnierkarriere, ging um Führzügelklasse, Jugendreiter, Springreiter und solche Geschichten, von meinem Patenonkel 5 Euro bekommen. Ich musste aber immer am gleichen Tag noch anrufen und Bescheid sagen, habe ich natürlich auch oft vergessen. Aber irgendwie, ob das jetzt der ausschlaggebende Punkt war, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall eine ganz witzige Geste. Du hast gesagt, ihr macht alles selber. Gibt es da so eine klare Aufgabenverteilung? Nee, ist eigentlich sehr unterschiedlich. Also Füttern teilen sich eigentlich Mama und Papa auf. Ausmisten muss ich meistens. Also wird nicht mehr so ganz klassisch von der Hand gemacht, sondern mit dem Hoflader halt. Und Marie und Lisa gucken halt, dass sie irgendwo mal helfen können. Und eine wichtige Rolle hat dein Papa auch noch. Er ist dein Trainer. So ist es. Und ich würde sagen, runter vom Hoflader und ab aufs Pferd, oder? So machen wir es. Gut, dann sehen wir uns gleich in der Halle. Bis gleich. Bernd, du hast 3 wundervolle Kinder und die reiten auch alle noch ziemlich gut. Wie stolz macht dich das? Das macht einen sehr stolz. Also das ist schon eine großartige Geschichte, dass Philipp, Marie und Lisa, Lisa reitet im Augenblick weniger. Da hoffe ich immer noch mal, dass sie wieder durchstartet. Philipp hat natürlich jetzt extrem viel Erfahrung, weil er einfach Glück gehabt hat, die passenden Pferde bekommen zu haben. Bei Marie war das ein bisschen Pech, da hatte sich einer verletzt. Die war auch gut und hat Europameisterschaft geritten. Philipp ist einfach in der glücklichen Phase und deswegen ist er gerade den anderen ein bisschen voraus. Und das ist natürlich für mich schon eine besonders schwere Aufgabe, 3 Kinder beritten zu machen. Das ist eigentlich am Ende die größte Herausforderung, die ich habe. Auf welches Paar guckst du mit besonders viel Stolz zurück? Wir fangen mal ganz am Anfang an, da ist es einfach ganz klar Mentos Junior. Also der ist der ausschlaggebende Punkt. Also damit ist eigentlich alles angefangen. Wäre Mentos Junior nicht da gewesen, die Kinder wären da gewesen, aber der sportliche Erfolg, das weiß ich nicht. Hat das von Anfang an mit Mentos gepasst? Ja. Den gehörte ein Freund von mir und er hat mir ein Video gezeigt, der war der 2,5-jährig und dann habe ich sofort mit ihm vereinbart, wenn der im reitbaren Alter ist, dass er zu uns kommt. Es war einfach so ein sprunggewaltiges Pony und mit einer überdurchschnittlichen Traumeinstellung. Das war gut und ist gut und bleibt gut. Also der steht auf der Wiese und genießt alle Freiheiten, also dem geht's pudelwohl. Jetzt bist du auch noch Trainer von den 3. Gut, gut. Wieder sitzen, sitzen, sitzen. Jawohl. Wie schwierig ist das manchmal auch? Eigentlich ist es überhaupt nicht schwer. Es ist nicht so, dass ich vorschreibe und dann wird es so gemacht, weil es muss im Parcours immer Plan B geben. Und das müssen die im Training auch üben. Und deswegen lasse ich denen eigentlich relativ viel Freiraum.
Was würdest du denn sagen, hat er vielleicht reiterlich von dir mitbekommen? Was er, glaube ich, sehr gut macht, das ist, dass er im Parcours halt sehr gut improvisieren kann. Ich glaube, dass ich das auch einigermaßen hinbekommen habe oder auch aus der Not heraus musste. Und das, finde ich, macht er eigentlich sehr gut, dass er sehr gut und sehr schnell auf jedes Pferd einstellen kann. Ich finde immer bewundernswert, dass er sehr ruhig wirkt in jeder Situation. Gibt's was, was ihn mal aus der Fassung bringt? Nee, das wäre vielleicht mal gut, aber nein, der ist eigentlich sehr, sehr ruhig. Ein Paradebeispiel war vor der Europameisterschaft, wo er Europameister geworden ist. Der Parcours war freigegeben ab 13 Uhr. Ich bin schon Parcours abgegangen und dann fragte Peter Teum, wo ist denn Philipp, der muss kommen. Ich sagte, der liegt im LKW und schläft. Und dann sagt er, der muss jetzt kommen. Ich sage, nein, ich sag, der bleibt da liegen und schläft und er hat sich einen Wecker gestellt und dann kommt er. Und das macht ihn am Ende auch aus, dass er nicht nervös ist und er ist hochgradig konzentriert, wenn es drauf ankommt. Wie ist das denn für dich, wenn deine Kinder reiten? Kannst du da ganz genau hingucken oder guckst du auch gerne mal weg, weil du so nervös bist? Nee, also hingucken kann ich ganz sicher. Ich glaube, ich bin ein bisschen nervöser, als ich früher geritten bin. Also ich war eigentlich eher der Typ, so wie Philipp, dass mir das war ich sehr ruhig und eigentlich selten, eigentlich gar nicht nervös. Als Trainer ist das schon ein klein bisschen mehr, ja. Und bei den eigenen Kindern sowieso. Jetzt seid ihr eine sehr bodenständige, ja, herzliche Familie. Sind das so Attribute für dich und deine Frau, was ihr auch den Kindern gerne mitgeben wolltet? Total. Also das soll immer bodenständig bleiben. Wir sind eine ganz normale Familie und auf einem ganz kleinen Level. Wir haben ja im Prinzip nur einen ganz, ganz kleinen Stall. Da sind wir am Ende besonders stolz drauf, dass wir mit diesem kleinen Stall diese Erfolge haben können. Dank Karl-Heinz Schulze-Isfort auch, der uns bestimmt über 30 Jahre begleitet hat und hoffentlich noch weitere etliche Jahre begleitet. Und ich glaube, wer auch großen Anteil an dem Ganzen hat, ist deine Frau. Und ich würde sagen, wir haben uns eine kleine Stärkung verdient. Jetzt besuchen wir mal Käthe. Das machen wir auf jeden Fall. Okay, los geht's. Und los. Dass ich mal mit Familie Schulze-Topphoff an einem Tisch sitze, hätte ich so auch nicht gedacht. Aber zu Gast bei macht's möglich. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ja, schön, dass ihr da seid. Danke. Wir haben schon einiges über Bernd erfahren, Käthe, aber über dich noch nicht so viel. Er übernimmt ja viel den Trainerjob. Wobei hilfst du denn besonders mit auf dem Hof? Ich fütter oft, vor allem wenn die alle nicht da sind, dann ist immer Füttern mein Job. Und ja, ansonsten sehe ich immer zu, dass alle satt werden hier. Also ich bin auch mehr die Frau im Hintergrund. Also ich fahre auch gerne mit zum Turnier, wenn Philipp keinen hat, dann fahre ich auch gerne mal mit und übernehme den TT-Job. Das macht mir auch Spaß. Und ich glaube, du hast noch zwei andere Kinder, wenn man das so sagen darf, die zwei Hunde, oder? Ach so, die, ja genau. Ja, genau, hat meine Freundin von mir gesagt, das letzte Kind hat Fell. Ich habe davon jetzt zwei, genau, und wir haben letztes Jahr einmal gezüchtet und dann haben wir jetzt einen behalten und haben jetzt Mama und Tochter hier, genau, Elli und Thea. Marie, wie oft kommst du denn noch nach Hause? Ja, tatsächlich muss ich gestehen, dass es mittags wirklich weniger geworden ist. Aber nach Hause komme ich natürlich, weil die Pferde ja hier stehen, eigentlich so gut wie jeden Tag, bis auf meistens ein, zwei Mal die Woche. Das schaffe ich es dann leider nicht. Käthe, geht das immer so gesittet und harmonisch zu oder gibt es auch mal so richtig Geschwisterliebe, wie man sie kennt? Nee, wirklich nicht. Also das war auch echt schon, als sie klein waren, muss ich echt sagen. Das habe ich von vielen Bekannten anders gehört, aber das, klar, natürlich gibt es mal ein paar Zankereien, aber jetzt so wirklich. Marie hat mich immer geärgert. Marie dich, ja. Ich wurde auch immer zurückgeärgert. Im Alter habe ich das alles zurückgekriegt, also bitte. Ja, das stimmt wohl. Marie war ein bisschen rabiater früher. Oh, danke dafür. Nee, aber wirklich, also die haben sich echt gut verstanden. Im Großen und Ganzen, da gibt es echt nichts zu meckern, muss man echt sagen. Gibt es beim Mittagessen oder Abendessen auch mal ein anderes Thema außer Pferde oder ist das omnipräsent hier? Da gibt es kein anderes Thema. Ja. Ja, Lisa, als diejenige, die nicht mehr so viel reitet von uns, ist durchaus manchmal ein bisschen genervt, wenn es nur noch darum geht. Also.
Wie kommt das, dass du im Moment nicht so viel reitest? Also ich habe ja meine Ausbildung angefangen 2020 und schließe sie jetzt auch im Sommer ab. Und dadurch ist das irgendwie ein bisschen weniger geworden. War das von euch irgendwie auch als Eltern so ein Wunsch, dass die drei quasi auch noch was Handfestes machen und eben nicht nur die Pferde? Oder haben die sich das alle selber überlegt? Ja, es war schon ein bisschen mehr als Wunsch. Es war schon eigentlich eine Vorgabe, weil ich meine, Bernd hat es ja beruflich gemacht. Und eigentlich haben wir immer gesagt, das ist ein schönes Hobby, aber ihr müsst erstmal was anderes machen. Man kann das ja auch nicht, das sowieso alles nicht planen. Irgendwie schlittert man da ja auch so ein bisschen rein. Also wenn wir jetzt Menti nicht gehabt hätten damals, dann wären wir jetzt vielleicht, oder Philipp auch nicht da, wo er jetzt ist, oder auch die anderen. Die haben alle drei Europameisterschaften mit dem geritten. Und wenn wir den nicht gehabt hätten, sondern irgendwie so ein Pony, dass das vielleicht nicht so hergegeben hätte, dann weiß ich nicht, wäre vielleicht ganz vieles anders gelaufen. Jetzt habt ihr ja schon echt viele, viele tolle Pferde im Stall gehabt. Käthe, du hast gerade auch Mentus Junior angesprochen. Mhm. Wer ist denn gerade für euch das beste Pferd im Stall? Ja, ganz klar, Conky, ne? Concordes ist ja klar. Philipp, bei dir und Concordes war es eher so Liebe auf den zweiten Blick, oder? Ist ein bisschen so, ja. Wir waren erst noch nicht so richtig überzeugt von ihren Eigenschaften, ihrer Qualität. Die war sehr maulig. Die war hässlich wie die Nacht. Kann man gar nicht glauben, wenn man sie jetzt sieht. Die hatte wirklich keine Muskeln und eckig und kantig. Und also das war nicht so besonders schön. Und wie würdest du sie jetzt beschreiben? Auf jeden Fall sieht die ziemlich gut aus. Ansprechend bemuskelt, würde ich sagen. Hat einen extrem eigenen Charakter. Womit fordert sie dich manchmal heraus? Ja, die hat schon sehr doll ihre eigenen Ideen manchmal. Also ich darf zwar immer mit und oft dran teilhaben, aber die ist auch schon eine Dame halt. So ein bisschen eigenwillig, ein bisschen zickig, manchmal ein bisschen auf Krawall gebürstet, wenn wir so aus dem Parcours kommen oder aus der Platzierung oder so. Dann gleich wieder runterkommen und ganz in Ruhe alles so weitermachen, ist manchmal zumindest nicht der Fall. Ist aber sehr unterschiedlich, also die ist sehr vielseitig. Also eine Gemeinsamkeit habt ihr auf jeden Fall. Du bist Westfale, sie Westfälin. Wie würdest du sonst euren Charakter beschreiben? Seid ihr euch ähnlich oder eher unterschiedlich? Wir sind, glaube ich, beide sehr zielstrebig, suchen vielleicht nicht immer den ganz klassischen Weg, sondern haben vielleicht mal eine eigene Idee. Da gibt es schon gewisse Parallelen, sagen wir es mal so. Und im Parcours mögt ihr auch beide eher den Weg nach vorne, würde ich mal so formulieren, oder? Würde ich so unterschreiben, ja. Ich glaube, spätestens nach eurem EM-Erfolg hatten euch dann alle auf dem Zettel. Wie war das für dich, bei den jungen Reitern Europameister zu werden? War natürlich bis dahin ein absolutes Highlight. Also eine Europameisterschaft, wenn man in dem Alter ist, ist ein sehr hohes Ziel. Wir waren von Runde zu Runde immer null und kamen immer weiter nach vorne, dadurch, dass sich immer welche Fehler erlaubt hatten und dann hinter uns rangiert sind. Und so eine gewisse Anspannung steigt dann schon von Runde zu Runde, aber also ist natürlich grandios, haben sich mega viele gemeldet und mitgefreut und macht schon ein bisschen stolz. Und das Gefühl dann über dem letzten Sprung und du wusstest, ja, jetzt bin ich Europameister. Was geht da in dir vor? Gut, die letzte Linie, wir kamen dann so ein bisschen nach außen, aber waren dann ein bisschen weit weg. Und ich merkte aber schon im Absprung, wie sie denn ansprang, das wird was, und habe mich vorher auch beeilt, sodass es zum Zeitfehler, wenn es eben geht, auch nicht kommt. Ja, da fällt schon dann der Druck auf einmal von einem ab. Also erst realisiert man es natürlich gar nicht. Dauert auch einen Moment oder auch wohl zwei. Aber klar, die Riesenanspannung ist dann erstmal weg und dann freut man sich. Und es ging aber auch super weiter. Du hast mal gesagt, dass dein Wunsch ist, in Aachen zu reiten. Und zwar nicht nur die U25-Tour, sondern auch die große Tour. Das hast du dir letztes Jahr erfüllt. Ja, in die Source einzureiten ist immer ein grandioses Gefühl. Die U25-Tour ist auf jeden Fall ein super Trittbrett, sage ich jetzt mal, um in diese Atmosphäre und um in diesen größeren Sport reinzuschnuppern. Aber wenn man dann wirklich in die großen Springen einreiten darf, mit der Spitze natürlich dem großen Preis am Sonntag, ist ja schon was ganz Besonderes. Wie fühlt sie sich an in so einem großen Stadion? Für manche Pferde ist das ja auch nichts, die werden ja dann kleiner. Wie ist Concordes? Das stimmt, das gibt es oft, dass Pferde dann wirklich kleiner oder vielleicht sogar ein bisschen schüchtern werden. Ist bei ihr aber überhaupt nicht so, also eher schon fast im Gegenteil. Gut, die guckt mal nach so einem Teich, wenn der da ist, oder nach dem Wall am ersten Tag. Aber es gibt ja am Anfang des Turniers genug Gelegenheiten, den Platz zu zeigen und mit den Pferden schon mal auf den Rasen zu gehen.
Aber das Springen von ihr war von Runde 1 bis zur letzten Runde eigentlich konstant gut. Wurde eigentlich auch im Verlauf des Turniers eher sogar noch besser als schlechter. Und dann kam ja noch die zweite Runde. Hast du dir da selber so ein bisschen Druck gemacht? Klar macht man sich einen gewissen Druck. Also die erste Runde zu überstehen, beschert einem schon mal eine Platzierung. Aber wenn man das weiß, will man natürlich möglichst weit kommen, ganz klar. Will man am liebsten natürlich noch eine zweite Nullrunde reiten, ist mir jetzt in dem Fall nicht gelungen. Ist aber am Ende keine Dramatik. Also beim ersten Auftritt da in Aachen ist das, glaube ich, durchaus in Ordnung, was wir da abgeliefert haben. Ich würde sagen, mehr als in Ordnung. Und damit waren wir auf jeden Fall sehr, sehr glücklich und zufrieden. Weil jetzt vor dem letzten wusste ich, ich springe gut und da kann eigentlich nicht mehr viel passieren, egal ob da oben eine Planke drin ist oder nicht. Dann darf die Faust auch mal kommen, ne? Ja. Und dann kam dein größter Erfolg in Spanien, in La Coruña. Da habt ihr das Weltcup-Springen zusammen gewonnen. Welche Bedeutung hat dieser Sieg für dich? Ist natürlich mit Abstand der größte Sieg meiner bisherigen Karriere. Nein, hatte eine mega Bedeutung. Also wir haben so viel positive Resonanz bekommen und es haben sich unheimlich viele Leute mit uns gefreut und war mega bedeutend und wirklich schön. Hat das Pferd irgendwelche Limits? Nö. Nö? Also ich kenne keine. Nee. Ich glaube nicht. Also wir haben jetzt 5 Sterne in Aachen rübergeritten und einen Weltcup gewonnen. Also ich, keine Ahnung, wenn sie es noch höher machen, machen sie es noch höher. Auch egal, sage ich jetzt mal so. Man wünscht sich natürlich als erstes immer, dass so ein Pferd gesund bleibt. Gibt es sportliche Ziele, die ihr zusammen habt, was du gerne noch mal dir erfüllen würdest? Nach der Zeit der Junioren und jungen Reiter, also der Nachwuchsbereich abgeschlossen quasi, ist es natürlich schon irgendwo ein Traum, auch nochmal die deutschen Farben auf dem Championat vertreten zu dürfen. Wir hatten jetzt im letzten Jahr die ein oder andere Gelegenheit, zumindest schon mal auf 3-Sterne-Niveau einen Nationenpreis zu reiten. In Budapest habt ihr auch gewonnen? Genau, in Budapest haben wir auch gewonnen. Ja, wenn sich das noch ein bisschen steigern ließe, das wäre natürlich schön, auf jeden Fall. Das war schon Teil 1 und ich finde, es hat Lust gemacht auf mehr. Concordis und ich sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.